Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Tutorial auf dem YouTube-Kanal von Unterrichtsfreie Zeit. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mal kein Podcast, sondern ja, mal wieder ein Tutorial. Ihr seht es hier am bewegten Bild und es geht auch gleich los. Ich möchte dir erklären, worum es in dem heutigen Video geht. Es ist ein Video, was ihr euch wirklich schon lange gewünscht habt. Seit mein Schnellstartprogramm letzten April online ging, erreichten mich über die verschiedenen Kanäle ganz, ganz viele Fragen, wie denn jetzt nun das papierlose Planen genau aussieht. Denn in meinem zweiten Modul auf www.unterrichtsfreie-zeit.de, dort stelle ich die Vorteile, ja, Nachteile gibt es aus meiner Sicht gar nicht, die Vorteile zum papierlosen Planen vor. Und in diesem Zusammenhang stelle ich eben auch zwei Programme vor, die ich als sehr sinnvoll erachte. Ein Programm ist Evernote und ein Programm ist OneNote. Und um OneNote soll es heute gehen. Das heißt, wenn du an diesem Punkt noch nicht bist, dass du dich fragst, welches Programm für dich in Frage kommt, dann geh am besten einmal zurück auf www.unterrichtsfreie-zeit.de in das zweite Modul hinein. Dort kannst du dir erstmal einen Überblick über das Thema verschaffen und dir auch gerne kostenlos mein Handout runterladen, was dieses Thema nochmal ganz übersichtlich darstellt und auch kurz beide Programme vorstellt. In diesem Video soll es, wie gesagt, um OneNote gehen. Ein Video zu Evernote wird noch folgen. Nur kurz, ich werde dieses Video in zwei Teile unterteilen. Im ersten Teil dieses Videos, also im ersten Video sozusagen, geht es ja um die Struktur. Wie lege ich überhaupt ein Notizbuch an? Und im zweiten soll es dann um die konkrete Unterrichtsplanung gehen. Also ja, schaut euch gerne beide Videos an und wir starten jetzt mit der Struktur. Viel Spaß! So, ihr könntet natürlich jetzt hier für euer zweites Fach einfach ein weiteres Notizbuch anlegen. Das wäre jetzt bei mir meinetwegen der Religionsunterricht. Und ich erstelle das hier. Und hier würde ich natürlich wieder genauso vorgehen. Ich mache eine neue Abschnittsgruppe, die ich Religion Klasse oder auch nur Klasse 1 oder 2 nenne. Dass, wie ihr das handhaben wollt, ist euch überlassen, ob ihr immer noch das Fach einmal dazu schreibt. Und ja, dann wieder eine neue Abschnittsgruppe mit Religion Klasse 2. Hier wieder dran denken, das einmal nach außen zu schieben, damit ihr ja nicht diese Ebene untergeordnet habt, sondern ja hier einfach die richtigen Ebenen habt. Jetzt haben wir hier wieder Abschnitt. Wir nennen das jetzt wieder hier Unterrichtsreihe 1. Nein, hier Unterrichtsstunde 1, entschuldigt. In diesen Abschnitt und diesen Abschnitt müssen wir natürlich auch umbenennen. Das ist Unterrichtsreihe 1 und wir schieben das jetzt einmal in Religion Klasse 2. Denn wenn du jetzt möchtest, wir sind mit der Struktur fertig, dann klicke gleich auf das nächste Video. Da erkläre ich euch nämlich, wie man jetzt eine konkrete Stunde planen würde. Gut, also bis gleich hoffentlich. Tschüss!